kommt nun der zweite Teil, wie im astrologischen Tierkreis die nächsten 6 Sternzeichen eingeteilt sind. Wir beginnen mit dem 7. Sternzeichen. Vom 24. September bis zum 23. Oktober. Die luftige Waage zählt zum 7. Zeichen des Tierkreises. Die Luft ist ihr Element und die Schönheitsgöttin Venus ihr Planet. Die Hiergeborenen fühlen sich im Herbst am wohlsten. Achtens. Vom 24. Oktober bis zum 22. November. Der feinfühlige Skorpion ist das 8. Zeichen im Tierkreis. Sein Element ist das Wasser und Pluto sein Planet. Die in dieser Zeit Geborenen fühlen sich in der 3. Jahreszeit, dem Herbst, am wohlsten. 9. Vom 23. November bis zum 21. Dezember, der feurige Schütze, ist im 9. Zeichen des Tierkreises. Sein Element ist das Feuer und Jupiter ist sein Planet. Die Hiergeborenen fühlen sich Ende des Herbstes und Anfang des Winters am wohlsten. 10. Vom 22. Dezember bis zum 20. Januar. Der bodenständige Steinbock ist im 10. Zeichen des Tierkreises. Die Erde ist sein Element und Saturn sein Planet. Die in diesem Zeichen Geborenen fühlen sich im Winter geborgen. 11. Das vom 21. Januar bis zum 19. Februar zugeordnete 11. Zeichen im Tierkreis ist der luftige Wassermann. Und er hat die ungeteilte Aufmerksamkeit der Sonne. Sein Element ist die Luft und der Zeichenherrscher Uranus ist sein Planet. Auch er fühlt sich im Winter geborgen. Und nun das letzte, Nummer 12. Das zwischen dem 20. Februar und dem 20. März zugeordnete 12. Zeichen im Tierkreis ist der feinfühlige Fisch. Sein Element ist das Wasser und Neptun ist sein Planet. Die in dieser Zeit Geborenen fühlen sich beim Übergang vom Winter zum Frühling am wohlsten. Sternzeichen sind beinahe so alt wie die Menschheit und haben eine kulturelle Bedeutung. Sie stehen für euer Leben und richten sich nach Monat und Jahr seit eurer Geburt. Ich hoffe, dass es für euch wieder interessant war. Habt ihr jedoch noch Fragen? So ruft mich an. Ich bin für euch da. Ganz herzlich, eure Deria.